Neue Aufnahme, neues Glück und da sind wir auch wieder bei Need for Speed World. Ich habe natürlich eiskalt vergessen, vor der Aufnahme die Diamantjagd zu machen. Naja, machen wir es halt jetzt. Ja, ich habe gerade Aufnahmeprogramm geöffnet und Need for Speed und... Oh, scheiße, Diamantjagd. Naja, egal. Scheiße, übersteuert. Und Mikro fällt runter. Wo muss ich ihn lang? Ach nein. Oh, ich hab's aber auch heute wieder mit Falschfahren. Und wenn ich die Tastatur so liegen lasse, dann zerhaut's mir einmal die Ohren. Nein, das liegt nicht an der Tastatur. Aber dann zerhaut's mir das Handgelenk. Ah, wo kommt denn hä? Kam die KI-Karre da gerade wirklich her? Ich weiß es nicht. Hallo. Das ist mehr nach rechts. Boah, bin ich ein Profi im Fahren? Hey, nicht. Egal, einfach jetzt hier Vollgas drüber. Ich bin überfordert. Okay, jetzt bin ich sowieso. Halt, Shit, top. Das ist also irgendwo da drin, okay. Also jetzt eher rechts halten. Okay, so. Leck mich am Arsch. Boah, bin ich wieder witzig, ey. Unfassbar. Unglaublich. Ich glaube, ich muss hier lang. Ja, ich muss hier lang. Ja, wo wir gerade hier bei der Diamantjagd sind, erfüllen wir jetzt gerade nochmal den Bildungsauftrag im Let's Play. Und zwar eine Bitte an meinen Zuschauer. Ich weiß, er erreicht. Okay, es geht wieder. Ich erreiche jetzt nur wenige Zuschauer, aber bitte, wenn ihr euch im Straßenverkehr bewegt, ich weiß nicht, wie alt ihr seid, was weiß ich, mit dem Fahrrad, zu Fuß oder sonst was, ja. Aber bitte, bewegt euch rechts und macht größeren und stärkeren Fahrzeugen Platz. Nee, weil ganz ehrlich, also mit dem Fahrradfahren, es gibt nichts, was mich mehr aufregt, wie Leute, die mittig fahren. Also das macht mir wahnsinnig, ich sag's euch. Ich sag's euch, ich sag's euch. Lass ich falsch vor. Na egal, fahren wir jetzt hier lang. Ja, also wirklich, es nervt mich tierisch, wenn Leute nicht rechts fahren. Und macht größeren Platz, ja. Also wenn ihr Fußgänger seid, macht dem Radfahrer Platz. Wenn ihr Radfahrer seid, macht dem Auto Platz. Wenn ihr Autofahrer seid, macht den Bussen und LKWs Platz, ja, also irgendwie, ja, man muss nicht immer sagen, ich habe jetzt Vorfahrt, man kann auch einfach mal sagen, ja, komm, du bist, keine Ahnung, dir fällt es schwerer, mir jetzt auszuweichen oder was, keine Ahnung, du hast, ich mache dir jetzt mal Platz, so. Gleichermaßen gilt natürlich dann auch, finde ich, wenn man, Platz gemacht bekommt, ja, dann doch bitte bedanken, Hand heben, Kopf nicken. Das ist alles nicht so schwer. Das sollte man alles noch hinkriegen, egal wie anstrengend der Tag war. Handheben kann jeder. Ist aber für den, der Platz gemacht hat, eine wirklich unglaublich freundliche Bestätigung. Also ich sag's euch jetzt ganz ehrlich, aber... Ja, also hebt einfach die Hand, ja. Das ist nicht schwierig, ja. Das kann einfach jeder. Handheben. Ja, also es ist jetzt nicht die Kunst irgendwie. Und es ist einfach, ja, es ist einfach freundlich. Also, ja, Bildungsauftrag erfüllt und so, ne, aber halt einfach. Wenn ihr euch irgendwie im Straßenverkehr bewegt, denkt vielleicht mal dran, ja. Einfach Platz machen, freundlich sein, ja. Ihr müsst deswegen ja nicht mal langsam fahren. Ihr könnt auch schnell fahren. Aber wenn ihr langsam fahrt, fahrt doch bitte rechts und nicht links. Wirklich. Also, ganz ehrlich. Es muss auch einfach nicht sein, dass man dann sagt, aber ich muss jetzt hier nicht, so, ja. Gut, muss er nicht immer allen die Vorfahrt lassen, ganz klar. Da stimme ich natürlich auch komplett zu. Ja, aber, man muss auch nicht immer eiskalt drauf beharren. Ja, so,
Was weiß ich, wenn euch jetzt auf einem geteilten Fuß ein Radweg ein Radfahrer entgegenkommt, macht ihr doch dem Radfahrer Platz, wenn ihr Fußgänger seid, ja? Also, ich weiß auch nicht. Das ist eigentlich nicht so schwierig, ja, weil, wie schwer fällt es dem Radfahrer auszuweichen? Wesentlich schwerer als dem Fußgänger, ja? Und, ja, also... Und bitte, wenn ihr irgendwie die Fahrtrichtung wechselt, guckt vorher, ob was kommt. Ich hab den Tag fast so ein kleines Kind umgefahren, ja, der war 10, fährt eine Radschlange, will ich die ganze Radschlange überholen, ja. Was passiert? Er schert aus. Ohne zu schauen, ja. Und das ist halt was, wo ich mir sag, ich werde ihm fast hinten drauf geknallt, so, weil der hat einfach nicht geschaut. Und sowas ist einfach total gefährlich, ja. Also an der Stelle wirklich ein Appell. Ich sage jetzt absichtlich Appell, ich weiß, es klingt komisch, von links runter. Ein Appell an euch, ja, schaut ein bisschen. Versucht mit offenen Augen durchzugehen, ja. Nicht einfach nur alles ignorieren, ich habe Vorfahrt. So funktioniert Straßenverkehr einfach nicht, ja. Wenn jeder auf seine Vorfahrt beharrt, dann kann man Straßenverkehr auch gleich sein lassen, ja, weil durchlässige Schranken. Ich habe WTF. Ja, also halt so viel zu dem Thema, ja. Also man muss nicht immer nur auf seine Vorfahrt beharren und einfach auch mal den Leuten, die es vielleicht irgendwie im Straßenverkehr, warum auch immer, ja, also größer sind, schwerer sind oder sowas, keine Ahnung, ein bisschen auf die anderen einfach achten, so, weil dann geht das so. Und bitte, ja, wenn ihr Fußgängerampel mit Drücke habt, wenn ihr drückt, dann lauft nicht bei Rot. Weil es gibt nichts Dümmeres, wie an der Fußgängerampel zu drücken und letztendlich dann doch bei Rot zu laufen. Es gibt meines Erachtens wirklich nichts Bescheuerteres. Ganz ehrlich, wozu habt ihr dann gedrückt? Ja, wenn letztendlich doch bei Rot läuft. Und wenn die Ampel 2 Minuten braucht, dann bleibt ihr da auch 2 Minuten stehen, bitte. Weil wenn ihr die 2 Minuten nicht habt, ja, dann habt ihr sowieso irgendwas falsch gemacht. Sag ich euch jetzt einfach mal, ja. Dann habt ihr irgendwie sowieso, seid ihr zu spät dran oder keine Ahnung, ja. Aber wenn ihr die 2 Minuten für die Ampelphasen nicht habt, dann braucht ihr euch gar nicht im Straßenverkehr erst zu bewegen. Ja? Naja, so viel zu dem Thema, was ich mir ein bisschen zurechtgelegt hatte. Nein, ich schreibe mir bisher noch keine Themen auf. Ich bin noch nicht so professionell. Ich mache einfach gerade, was mir einfällt. Wo fahre ich denn hier gerade lang, Mann? Ich fahre wieder einen Scheißdreck zusammen, das ist unglaublich. Ich port mich jetzt... Da war aber eigentlich nichts mehr, gell? Ich will da hin. North Bay and Harbor Sprint. Nicht, weil ich den jetzt fahren will, sondern weil ich die scheiß Diamantjagd da machen will. Fahren wir jetzt einfach mal hier die Straße ein bisschen lang. Kann man auch nichts machen. Ja, also wie gesagt, Straßenverkehr begegnet dem einfach irgendwie ein bisschen mit offenen Augen und verschließt nicht die Augen davor. Ich kann euch auch wirklich nur raten, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob euch das Thema so interessiert, wie es mich interessiert. Vermutlich nicht, ja. Aber selbst dann. Wo fahre ich denn jetzt schon wieder lang, gell? Ja, perfekt. Höh, ja, WTF. Jo, WTF. Ich glaube, ich habe den falschen Karren hierfür, kann das? Ach was, gell, das täuscht. Oh. Ich
Ich dachte, der Zaun geht kaputt. Ging aber dann irgendwie doch nicht. Naja. Wir fahren jetzt einfach mal hier weiter. Wird schon irgendwie schief gehen. Also wie gesagt, Straßenverkehr einfach ein bisschen irgendwie auf die anderen Teilnehmer achten, ja. Und vor allen Dingen irgendwie ein paar Grundregeln beachten. Also nicht hier einfach nur, ich hab Recht, ich hab Vorfahrt, leck mich am Arsch, ich mach euch nicht Platz, ich bin Assi hier. Weil das ist eigentlich wirklich die falsche Taktik. Es ist nicht eigentlich die falsche Taktik, sondern das ist schlichtweg die falsche Taktik. Aber na gut, ich soll auf dem Thema nicht so rumreiten, weil das interessiert euch sowieso ein Scheißdreck. Ich hätte da rausgemusst. Ah, hier geht's gar nicht raus. Also den letzten Diamanten, ne? Also den verstecken die immer so. Ich finde den nie. Das regt mich immer total auf. Darüber rege ich mich nicht nur 5 Minuten auf, sondern jedes Mal, wenn ich die Diamantjagd mache. Ich finde nie den letzten Diamanten. Das ist einfach nur zum Kotzen. Wo war ich denn noch nicht? Da, Stadium Meeting Place. War der nicht da, der Diamant? Ich hoffe es jetzt einfach mal, aber wahrscheinlich täusche ich mich letztendlich auch wieder nur. Ich porte mich jetzt einfach mal durch alle Events durch, die es hier gibt. In der Hoffnung, dass dann da auf der Karte was aufleuchtet. La 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 la, nein. Ja, ich glaube, ich klicke mich jetzt hier einfach durch und fertig. Nein. Oh Mann, das geht mir immer auf die Eier. Weißt du, da brauche ich jetzt wieder über eine Viertelstunde für die Diamantjagd. Das ist nervig. Verdammt nervig. Ich hätte es echt vorher machen sollen, aber ich will es in den Part noch hinkriegen. Deswegen kann es sein, dass der Part jetzt vielleicht auch etwas länger als 15 Minuten geht. Aber naja gut, was will man machen, gell? Ja, sehe ich nicht anders, sehe ich nicht anders. Aber Heiland, sag, wo soll ich mich denn noch überall hinporten, hey? Nirgendwo siehst du was. Oh Mann, das geht mir auf den Sack. Ah, endlich. Vollgas. Da haben wir die Diamantjagd in einem Part geschafft. Das ist ja auch schon mal unglaublich, aber naja gut. So, wo die KI hier immer auf dem Gehsteig langfährt, ne, das ist auch irgendwie interessant. Naja, egal. Komm, leg zu, der Part ist gleich vorbei. Endlich, meine Fresse. Das Schild liegt auf uns drauf. Geil. Was kriegen wir denn? Prosuspension, aha. ...12.000 Cash, das finde ich gut. Dann sind wir jetzt bei 54.000. So, und ja, dann jumpen wir mal ins Safehouse und ich würde sagen, dann beende ich jetzt erstmal den Part und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.